Hallo, mein Name ist Jens Bansi. Ich bin Sportwissenschaftler an den Kliniken in Linz und bin der Studienleiter der Studie Trenofimab, welche kürzlich von der MS-Gesellschaft gesponsert wurde. Trenofimab, denkt ihr euch, das klingt doch wie ein Medikament. Genau darum wird es gehen, denn zahlreiche Studien konnten die Wirkweise eines regelmäßigen Trainings auf zahlreiche Nebenwirkungen aufzeigen und diese durch das Training dramatisch absenken. Unsere Studie wird die Lebensqualität mit ihren Prozessen des alltäglichen Lebens in den Mittelpunkt stellen, flankiert mit den wichtigsten Biomarkern des entzündlichen Milieus und den wichtigsten Punkten, die seitens der Gedächtnisfunktion beeinträchtigt sind. Ich stehe schon mitten auf der Trainingsfläche, denn ein weiterer Clou wird sein, dass wir mit hochintensiven Belastungsintervallen trainieren lassen werden. Denn wir konnten zeigen, dass diese intervallartigen Belastungen von der Person mit MS deutlich besser toleriert wird, als wenn sie kontinuierlich auf dem Velo fährt. Wir werden zusätzlich auch die Intensitäten nach oben schrauben. Das heißt, die Person wird hochakut eine Minute an der Belastungsgrenze trainieren, fahren und dann wiederum anderthalb Minuten regenerieren. Das Ganze eben fünfmal machen. Und mit dieser Wirkweise versprechen wir uns dann deutlichere Verbesserungen auf dieses Dreieck. Körperliche Aktivität ist gesteigert, das heißt die Fitness ist gesteigert, das Entzündungsmilieu verbessert sich, die Kognition verbessert sich und die Lebensqualität verbessert sich. Somit haben wir fast eine angewandte Neuroplastizität.